Skandalen bisher verschont geblieben ist die Tofu-Branche. Inmitten der Eifel hat sich die Firma Tofu Town auf die Produktion pflanzlicher Fleischalternativen spezialisiert. Ralf Köln überzeugt sich von der Qualität der Sojabohnen. Neben einer guten Gerinnungseigenschaft dürfen sie auf keinen Fall genmanipuliert sein. Jede Anlieferung, jeder Sack wird also kontrolliert und wird auf Gentechnik untersucht. Das heißt, wir haben einmal vom Lieferanten eine Bescheinigung, dass die Bohnen keine Gentechnik haben, werden aber auch von jedem Sack schicken wir Proben weg und lassen die untersuchen. Die werden untersucht mit der sogenannten PCR-Analyse. Und mit dieser Analyse würden sie die minimalen Bestandteile von gentechnischen Substanzen wiederfinden. Hier kommen wir jetzt zu dem Herzstück der Tofu-Anlage. Das ist also einmal hier die Sojamühle. Die eingeweichten Sojabohnen werden über ein Gebläse in diese Mühle gegeben, werden gemahlen und hier unten raus kommt dann der Grundstoff für alle weiteren Produkte, die hier hergestellt werden. Ähnlich wie in der Käseproduktion trennt man Eiweiß und Molke durch ein Gerinnungssalz. Aus den verbleibenden Eiweißklumpen entsteht der Tofu. Bis vor wenigen Jahren war dieses Lebensmittel in Deutschland noch völlig unbekannt. Inzwischen hat sich die geschmacksneutrale Masse nicht nur bei Vegetariern einen Namen gemacht. Wir haben sicherlich auch Vegetarier als Kunden, aber das sind zahlenmäßig wohl wahrscheinlich um die 10% und 90% sind also Normalverbraucher, die natürlich gesundheitliche Probleme haben, aber die eben auch mal gerne was anderes ausprobieren wollen, die also ein bisschen aus dem täglichen Einerlei raus möchten, die ein bisschen neugierig sind, die über irgendwelche Einflüsse reisen oder was auch immer, auch im Ausland mal sehen, dass man nicht jeden Tag irgendwie Leberwurstbrot und dickes Schnitzel und Blubbernüsse braucht, sondern dass es auch ein bisschen leichter geht. Seit 4000 Jahren ist die Sojapflanze in Asien als Grundnahrungsmittel bekannt. Kalorienarm, cholesterinfrei und reich an hochwertigem Eiweiß gilt sie auch in der Biofood-Branche als Allzweckwaffe. Insgesamt stellen die 35 Mitarbeiter rund 60 verschiedene Produkte her. Vom sogenannten Bonanza Hacksteak über die unterschiedlichsten Wurstwaren bis hin zum Pfannengyros. Produktionsleiter Johannes Jung ist zuständig für die perfekte Mischung. Das große Problem bei biologischen Produkten ist, die gleichbleibende Qualität herzustellen, weil sie nie garantieren können, die Rohprodukte, Gewürze in der Qualität zu kriegen, wie sie vorher waren. Biologische Produkte werden nicht auf Massen produziert. Im Tofu-Bereich gibt es nichts, was es in der Fleischbranche nicht gäbe. Selbst vegetarische Döner gehören zum Angebot. Die Tofu-Macher produzieren 1 Million Würstchen pro Jahr. Der Renner ist die geräucherte Jumbo-Version. Die Jumbo-Würstchen werden in einen Schäldarm abgefüllt. Der Schäldarm hat die Funktion einer sogenannten Schutzhülle. Danach werden die Würstchen geräuchert, gekocht, damit diese Würstchen eine Eigenhaut bilden. Und hier in der Schälmaschine wird jetzt nichts anderes gemacht, als die Haut kurz angeritzt und von dem Würstchen entfernt. Und somit haben sie jetzt ein Würstchen in eigener Haut. Eine Alternative zum geschmacklosen Tofu ist die geräucherte Variante. Die mit Buchenholz befeuerten Rauchkammern verleihen dem Tofu eine ganz besondere Note. Nach gut 2 Stunden kommt er wie verwandelt aus der Kammer. Das ist dann das Gegenstück zu dem sogenannten Naturtofu. Hier ist derselbe drinne Tofu, nur hat man hier nochmal in der schönen Sojasauce eingelegt, hat nochmal hier mit Rauch behandelt, also schön geräuchert. Und hat also hier ein Käftchen Tofu, der auch schon einen sehr guten Eigengeschmack hat. Und den sie also so, sage ich mal, auch kalt auf Brot, Salat oder Bratkartoffeln essen können und nicht mehr viel mitmachen müssen, sondern nur noch mal scharf anbraten oder halt in die Bratkartoffeln mit reingeben. Die technische Innovation macht auch vor der Bioindustrie nicht Halt. Das ist also die Frühlingsrollmaschine. Wir stellen jetzt den Teig selber her. Der Teig, den wir so herstellen, ist eigentlich schon eine Zusammenstellung aus Wasser,
Mehl und Meersalz. Der Teich wird dann hier reingeschüttet und wird dann anhand einer von innen beheizbaren Walze wird der Teich getrocknet, läuft dann hier über das Förderband weiter in den Portionierer. Und hier in dem Portionierer werden die einzelnen Frühlingsrollenblätter geschnitten, wie wir sie halt brauchen, damit nachher die Frühlingsrolle draus wird. Neben Möhren, Weißkohl und Sojasprossen wird auch geräucherter Tofu als Fleischersatz in die Rollen eingearbeitet. Wir müssen halt die richtige Menge reingucken und dann auch durch die Falltechnik, dass die Frühlingsrolle nachher auch schön zubleibt und auch nach der Bandfritteuse auch noch schön zubleibt und auch in der Packung nachher schön zubleibt. Aber das ist eine Technik, die die Damen, sage ich, sehr gut drauf haben. Das ist, also ich muss sagen, wenn ich das machen würde, ich glaube nicht, dass meine Frühlingsrollen so gut oder halten würden. Vegetarische Convenience-Produkte sind überwiegend Burger- und Hackfleischvariationen. Ähnlichkeiten mit klassischen Fastfood-Produkten daher nicht zufällig. Wir versuchen schon, die Form fleischähnlich zu bekommen und auch, ich sag mal, die Konsistenz, da die Leute ja doch immer noch denken, sie hätten ein Stück Fleisch oder möchten doch die fleischähnliche Konsistenz und auch Aussehen wie Fleisch haben. Während in Holland, England und vor allem in den USA Bio-Supermarktketten enorme Zuwächse haben, ist Deutschland in dieser Hinsicht noch Entwicklungsland. Es ist in der Tat so, dass wir da in Deutschland ein sehr großes Defizit haben, was eben solche Produkte angeht. Da sind andere Länder sehr viel weiter. Das hat für uns aber auch den Vorteil, dass wir durch unseren starken Export auch sehen, was läuft eigentlich in anderen Märkten und wo fehlt es bei uns. Und ich glaube, das ist insgesamt so, und das sieht man ja auch in den letzten Jahren, dass Alternativen zu dieser Fleisch- und Milchgeschichte immer stärker kommen, auch mittlerweile ja durchaus in jedem Supermarkt und natürlich in jedem Bioladen, Bio-Supermarkt zu bekommen sind. Und das ist eine